Hallo, willkommen bei QVC Beauty. Ich bin Nancy und wir machen heute eine kleine Swatch-Party zusammen. Und zwar bin ich ein kleiner, sehr leidenschaftlicher Lippenstiftsammler. Also immer wenn irgendein neuer Lippenstift auf den Markt kommt, dann muss ich den haben. Ich kann nicht dran vorbeigehen. Ich habe hier auch schon unendlich viele Lippenstifte. Ich könnte es, glaube ich, gar nicht durchzählen. Deshalb freue ich mich eigentlich umso mehr, dass wir heute zusammen eine Swatch-Party machen. Ich habe nämlich hier so ein Set bekommen von Bare Minerals, die Kiss and Tell. Da sind insgesamt 5 Mini-Lippenstifte drin. Also die sind in Mini-Format. Und ja, das ist von den Farben her alles mit dabei, von Pink bis Mauvig. Also für jeden Anlass und jede Jahreszeit wäre da quasi die passende Farbe mit dabei. Finde ich eigentlich recht gut überlegt von Bare Minerals. Und ich werde jetzt einfach mal alle Farben nacheinander auftragen und dann können wir ein bisschen philosophieren über die Farben. Die erste Farbe ist Go All Out und das ist so ein richtig schöner, kräftiger Pinkton. Ich würde sagen, der Inbegriff eines pinkfarbenen Lippenstiftes. Also der knallt richtig auf den Lippen. Ich kann ihn mir perfekt vorstellen für den Sommer, wenn man auffallen möchte, wenn man ja so richtig Frische ins Gesicht zaubern möchte und dann trägt man den auf und das sieht echt Hammer aus. Also der ist wirklich sehr, sehr schön. Nicht so für den Alltag, auch nicht so ganz herbst-wintertauglich, aber für den Sommer wäre er auf jeden Fall perfekt für mich. Die nächste Farbe ist der Get Ready und das ist so eine richtig schöne Alltagsfarbe, finde ich. Also jetzt gerade für Herbst, Winter finde ich ihn wirklich sehr schön als Alltagsfarbe. Der ist nicht so kräftig wie der erste, sondern eher so ein bisschen dunkler, so ein bisschen Rosenholzfarben. Also ich finde ihn sehr schön und ja, so für alltäglich finde ich ihn eigentlich wirklich perfekt. Dann kommen wir jetzt zur Farbe Break Away und das ist so ein richtig schöner mauviger Ton, der auch schon dunkler ist und so auch ein bisschen leicht ins Bräunliche geht. Also eigentlich perfekt für Herbst, Winter. Wenn du so einen Ton suchst, dann ist er auf jeden Fall mit im Set enthalten. Und ich mag ehrlich gesagt solche Töne nicht so gern an mir. Ich finde, das ja, lässt mich so ein bisschen streng aussehen. Aber das ist ja nur meine Wahrnehmung. Aber ja, so einer ist auf jeden Fall auch noch mit dabei. Als nächstes kommen wir zur Farbe Be Bold. Und das ist so ein richtig schöner, satter Brombeerton. Also quasi ein Must-Have für Herbst, Winter. So eine Farbe muss man ja, glaube ich, immer so bei der Jahreszeit in der Handtasche haben. Also richtig perfekter Brombeerton. Zum Tragegefühl kann ich übrigens sagen, dass die Lippenstifte sehr angenehm sind. Also sie sind schön reichhaltig und die Lippen trocknen nicht aus, aber es ist jetzt auch nicht zu cremig, dass sie jetzt verrutschen würden. Also ich finde sie qualitativ auf jeden Fall schon mal sehr gut. Dann kommen wir auch schon zur letzten Farbe, nämlich dem Speak Your Mind und das ist auch der, den ich heute auf den Lippen trage. Ich finde den wunderschön. Das ist auch so ein pinker, aber nicht so ein knalliger wie der erste, sondern so ein richtiger, ja, so ein schöner, zarter Pinkton und ich finde, er frischt mein Gesicht richtig schön auf. Ich mag sowieso übrigens sehr, sehr gerne pinkfarbene Lippenstifte an mir. Ich weiß, dass viele sagen, dass mir rote und mauvige Farben auch sehr gut stehen, aber ja, ich tendiere irgendwie immer wieder zu den pinkfarbenen und ja, ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön und ich glaube, das wird jetzt auch mein Begleiter in den nächsten Tagen werden. Von der Größe her finde ich die auch perfekt so für die Handtasche. Also die sind ja kleiner als jetzt normal große Lippenstifte, aber ja, für die Handtasche ist das ja eigentlich sehr praktisch und ich finde die Farbe Zusammenstellung ist Bare Minerals wirklich sehr gut gelungen. Also für jeden Typen was dabei, für jede Jahreszeit, für jeden Anlass. Finde ich sehr gut zusammengestellt. Schreib mir mal, welche Farbe du am besten fandest, welche dich am meisten interessieren würde. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.